Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses super leckere, schnelle Bohnengericht und wenn ihr sehen wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. Für das Bohnengericht benutze ich 400 Gramm grüne Bohnen, eine kleine Zwiebel, kleingeschnitten, 150 Gramm Hackfleisch, eine Tomate, die habe ich auch klein geschnitten, dann ungefähr eine Zehe Knoblauch, ein Teelöffel Chiliflocken, ein Teelöffel Bohnenkraut, ungefähr 40 bis 50 Milliliter Olivenöl, gegebenenfalls etwas Wasser, ich werde mal sehen, und Salz und Pfeffer. Das war's auch schon und jetzt können wir loslegen. Als erstes brate ich das Hackfleisch mit den Zwiebeln zusammen an. Dafür nehme ich das Olivenöl, die Zwiebeln, und das Hackfleisch. Ich gebe da circa einen Teelöffel Salz drüber. Und einen halben Teelöffel Pfeffer. Ich will, dass es schnell gar ist, deswegen werde ich die Bohnen relativ klein schneiden, so in dieser Form. So, die Bohnen habe ich fertig geschnitten und die kommen jetzt zu dem Hackfleisch. Jetzt können auch schon die Gewürze dazu. Ich habe hier Knoblauch, Chili und Bohnenkraut. Wer das Bohnengericht ohne Fleisch zubereiten möchte, also in veganer Art, der lässt einfach das Hackfleisch weg und macht es nur mit Zwiebeln und kann stattdessen vielleicht rote Paprika benutzen oder er benutzt veganes Hackfleisch, das ist natürlich auch möglich. Da kommt jetzt 100 Milliliter Wasser zu. Und das lasse ich 5 Minuten köcheln. Nach 5 Minuten ist dann das ganze Wasser verdampft und ihr könnt dann mal gucken, ob eure Bohnen gar sind. Ja. Wenn eure Bohnen noch nicht gar sind, könnt ihr noch mal ein bisschen Wasser dazu tun und noch mal 5 Minuten köcheln lassen. Ich werde jetzt die Tomaten dazu tun. Nochmal 5 Minuten köcheln lassen, damit die Tomaten so ein bisschen verflüssigen können und lasst den Deckel dabei auch zu. So, das leckere Bohnengericht mit Hackfleisch ist jetzt fertig. Es ist super schnell gemacht und schmeckt total lecker. Ich bin sowieso so ein grüne Bohnenfreak. Ich liebe das total. Probiert dieses Gericht unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.